So, willkommen zurück in meinem Let's Play Fallout 3. Im letzten Teil waren wir ja in der Stadt Minefield und haben die nächste Quest von Moira Brown erledigt. Nun werden wir mal schauen, was wir als nächstes anrichten werden. Wir haben welche Quests offen? Eine schwerwiegende Verletzung zuziehen. Gut, das dürfte einfach werden. Mir fällt da nämlich was ein, da wir uns ja Minen gekauft haben. Nein, Minen zünden ja gar nicht, wenn man selbst drüber läuft. Aber ich glaube, wir haben noch Splittergranaten. Da wir uns damit selbst natürlich auch abwerfen können, haben wir die Möglichkeit, uns selbst eine Verletzung zuzuziehen. Hallo. Ein Freund mit vollen Taschen ist in der Tat ein guter Freund. Willkommen in meinem Laden. So, fragen wir mal diesen Karawanenhändler, ob er uns verkaufen kann. Wir haben nur die hochwertigsten uns verkaufen kann, ja. Ich fange schon wieder dumm an, ne? Na, ich glaube, wir haben keine Gegenstände zum Verkaufen und kein Geld zum Kaufen. Hallo. Ja. Man merkt, die Brahmins sind auch gute Karawantiere. Dazu sage ich nur eins. Mo. Nein, auf jeden Fall gehen wir mal etwas weiter weg. An eine bestimmte Stelle. Sagen wir mal hier hin. Wählen in unseren Gegenständen die Splittergranate aus. Und stellen uns auf die Splittergranate. Damit haben wir schon mal zwei verkrüppelte Körperteile und bräuchten noch etwas weniger Leben. Oh, ich habe damit sogar noch gleich den Hund erwischt. Da hat er wohl etwas von meinem Rocketwerfer in die Fresse bekommen. Ein Druckkochtopf. Stimmt, das Ding hatte 5 Gewicht. Und es ist nun mal so geregelt bei dem Rocketwerfer, je schwerer je mehr Gewicht die Sachen einnehmen, desto mehr Schaden macht das. Weil ist ja klar, mehr Gewicht, mehr Beschleunigung gleich mehr Durchschlagschaden. Ja. Was hat er denn? Er braucht unbedingt Wasser, sonst stirbt er. Ich habe ein entkeimtes Wasser dabei, dann gebe ich ihm das, auch wenn es gutes Karma bringt. Naja. Sie meinen, Sie wollen nichts dafür? Ich habe keine Kronkorken, gar nichts. Ich kann es einfach so haben. Gratis? Ich bestehe darauf, das ist das Mindeste, was ich tun kann, um zu helfen. Wirklich? Im Ernst? Mein Gott, danke. Tausend Dank. Das werde ich Ihnen nie vergessen. So, ich will ja hier keinen sterben lassen. Suchen Sie den Bürgermeister. Gucken wir doch mal, ob er uns das überhaupt. Ja, verletzt zu Moira zurückkehren. Gut. Also die Quest ging jetzt auch noch ganz flott. Und danach bekommen wir die Quest mit den Maulwurfsratten, also mit den Maulrats. Und das werde ich auch noch in diesen Part hineinpacken, weil diese eine Quest jetzt alleine wäre natürlich nicht so viel. Was darf denn sein? Wo ist der jetzt hin? Da. Ich frage mich, ob ich noch etwas Altmetall dabei habe. Nee, ich habe anscheinend kein Altmetall mehr. Also dann, Kratos hat Lagerraum. Na, wie geht's? So, das tut echt weh. Wollen Sie im Ernst, dass ich mich wegen dem Buch da draußen verletze? Untersuchen Sie sich doch mal selbst. Wenn es hilft, verpasse ich Ihnen eine Kugel. So, nehmen wir. Das tut echt weh. Ich weiß, dass es weh tut, aber es dient einem guten Zweck. Versuchen Sie, sich nicht so sehr zu krümmen und zu winden, während ich Notizen mache. Wie würden Sie den Schmerz beschreiben, den Sie spüren? Haben Sie einen Rat, wie man ihn erträglicher machen könnte? Ich frage das für die Nachwelt. Erste Antwort, dass Adrenalin hilft, auch die Angst vor dem Tod. Beides gibt's im Überfluss. Zweitens, als einziger Trost bleibt mir, Leuten wie Ihnen diese Schmerzen zuzufügen. Nehmen wir mal das. Das glaube ich gern. Hilft es auch, wenn Sie Wunden zusammennähen und Knochen schienen können? Es fällt sicher schwer, solche Sachen selbst zu machen.
Zum Glück kann ich sie zusammenflicken. Halten Sie still und hören Sie auf zu zucken. Oh je, wie kann man denn nur so rumlaufen? Okay, ich habe Ihnen sogar ein Smiley-Gesicht genäht, um Sie bei guter Laune zu halten, obwohl Sie es nicht wirklich sehen können. Hier, nehmen Sie meinen Umgebungsanzug. Er wird Ihnen beim Verarzten helfen und dürfte auch vor den Auswirkungen der Strahlung schützen. Na dann, ich bin bereit für weitere Recherchen über das zweite Kapitel. Das ist eine Art Abwehrmittel gegen Maulwurfsratten, das ich entwickelt habe. Bevor ich aber weiß, ob es ein Erfolg ist, muss es noch getestet werden. Wir wissen nicht viel über die Meyer-Lurks und wie gefährlich sie sind. Da gibt es sicher einiges rauszufinden. Und das sollte für das zweite Kapitel genügen. Welchen Teil davon wollen Sie überprüfen? Wir nehmen die Maulwurfsratten. Ansonsten können wir uns die Meyer-Lurks auch noch vornehmen oder ein wenig warten. Maulwurfsratten können sich fast überall eingraben und jede Menge Ärger verursachen. Daher werde ich einen chemischen Abwehrstick entwickeln. Ich muss das Rezept fürs Handbuch aber erst testen. Daher müssen Sie ein paar Maulwurfsratten finden und ein wenig herumexperimentieren. So, ich werde das Abwehrmittel testen, weiß nicht, ob dieses komische Chemiezeug sicher ist. Was bekomme ich dafür? Ich glaube nicht, dass ich das tun werde. Es geht kinderleicht. Ein Schlag mit dem Applikator und Sie fühlen sich miserabel. Sekunden später sind Sie weg vom Fenster. Sie könnten Maulwurfsratten zum Testen nehmen. Nehmen Sie aber gleich 10 oder mehr davon. In den Abwasserkanälen der Innenstadt gibt's eine Menge. So, damit habe ich jetzt eine Kartmarkierung gekriegt und ich muss jetzt 3 Maulwurfsratten töten. Und als optionale Quest, was ich definitiv wieder mal machen werde, 7 weitere zu töten. Und dann schauen wir doch mal. Wir haben nämlich den Druckkochtopf, damit wir etwas weniger Gewicht haben, auch wenn er eben gut gegen den Hund war. Packen wir den mal weg. Akzeptieren. Gute Jagd! Raus. Und ja, dann schauen wir doch mal, dass wir außerhalb der Stadt ein paar Maulwurfsratten finden. Auf jeden Fall packen wir schon mal diesen Abwehrmittelstick heraus. Das sieht hier aus wie ein brennender. Naja, ich sag's lieber nicht. Aber es ist dieses Teil einfach nur ein dicker Stock mit einer grünen Säure oben. Und wir sollen testen, ob sie damit einfach nur chromatisiert werden, die Viecher. Nur ihr werdet gleich sehen, was passiert, wenn man die Maulwurfsratten damit einmal schlägt. Da ich weiß, dass hier rundherum auch noch ein paar Maulwurfsratten zu finden sind, also dürften sie eigentlich. Schauen wir doch mal. Ja, mir fällt jetzt gerade noch ein, ich habe das in den letzten beiden Parts leider vergessen. Ich sende meine Spezialgrüße mal aus, nämlich an Ronny. Das ist ein guter Kumpel von mir, mit dem ich mich sehr gerne und oft unterhalte. Und ja, er macht auch ein Let's Play zu Bioshock und macht auch anderweitig Sachen. Und ja, meine Special-Grüße in diesem Part gehen an ihn. Ich hoffe, du guckst dir das gerade an und ja, alles Gute dir. So, also wie ihr seht, wenn man sie anschlägt und wartet, dann irgendwann zerspringt der Kopf. So. Und jetzt haben wir schon die Hauptquest erfüllt. Wir haben es jetzt schon an 4 Maulwurfsratten ausgetestet, aber wir wollen natürlich noch mehr. Deshalb folgen wir mal unserem Zielmarker, um noch mehr zu finden. Weit und breit ist kein Vieh in Sicht. Aber es wurde ja gesagt, in den Abwasserkanälen wären eine Menge davon. Da haben wir wohl noch eins. Oder nein, es ist eine Blähfliege.
die wir jetzt mit unserem Rocketwerfer mal abschießen, weil ich wollte ihn euch ja mal demonstrieren. Da ist was durchgegangen und da ist ein Teddybär, man sieht ihn, ist zum tödlichen Geschoss geworden.